Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Zensiert. Hier schauen wir uns Artworks von Karten an, die man im TCG oder ganz allgemein weltweit ein bisschen abgeändert hat im Vergleich zum Japanischen. Und heute machen wir das mit Pharaonic Guardian. Ein, ja, auch wieder sehr, sehr altes Set vom 18. Juli 2003, also gute 13 Jahre alt. Gab ein paar coole Karten hier drin, beispielsweise den Ring der Zerstörung, Seelenschnitter ist da drin und Albtraum-Trugbild, auch eine sehr gute Karte. Und wie immer werden wir das Ganze natürlich dann nachträglich in Kategorien einteilen, die umfassen Religion, Gewalt, Waffen, Erotik, ausgetauschte Kartenbilder, übersetzte Kartenbilder und sonstige Veränderungen. Das ist immer auch sehr, sehr spannend. So, nachdem ich letztes Mal viel Feedback bekommen habe, werden wir uns zuerst jetzt wieder die normalen OCG-Artworks anschauen und ihr dürft dann raten, was zensiert wurde. Ja, in diesem Set ist es nicht ganz so schwer. Wir haben 4 Karten, es gibt nicht ganz so viel zu erzählen. Die meisten davon sind sehr, sehr offensichtlich, trotzdem werden wir sie uns gemeinsam kurz anschauen. Zuerst der Pistolenlauf hinter der Tür. Eine sehr, sehr coole Karte, könnte auch aus einem Indiana Jones Film stammen. Eine Waffe, die auf einen Eingang gerichtet ist und sich auslöst, sobald jemand die Tür öffnet. Pistolenlauf hinter der Tür eben, eine Fallenkarte. Ja, was könnte Konami an dem hier nicht gefallen haben? Ihr wisst, Konami ist kein großer Fan von Schusswaffen. Deshalb hat man die Waffe ein bisschen abgeändert. Die Karte hat zwar, wie gesagt, Pistolenlauf hinter der Tür. Also konnte man sie nicht ganz wegnehmen. Man hat sie einfach umgestaltet. Die sieht nämlich jetzt so aus. Ja, passt eigentlich ganz gut zu diesem Pharaonengrab, finde ich. Ich finde die fast hübscher als die Variante links aus dem OCG. Einfach weil es sieht nach einem alten Grab aus und die Waffe wirkt sehr, sehr modern. Also das macht für mich wenig Sinn. Ich finde unser Variantchen hier mit der goldenen ägyptischen Waffe quasi wirklich, wirklich gut gemacht. Nächste Karte, Donze Luke. Das war mal ein richtig, richtig gutes Monster. Eventuell kennt den jemand von euch. Und auch hier haben wir 2 Schusswaffen drauf, 2 Pistolen. Und Donze Luke trägt auch diesen Kanonengürtel, diesen Bullet Belt mit den Patronengürtel. Und Donze Luke eben, das ist so ein Monster, das echt nerven kann, und dem hat man aber die Waffen weggenommen. Man hat sie nicht nur weggenommen, man hat sie ersetzt. Die Karte schaut nämlich jetzt so aus. Wir haben 2 Schwerter drin. Ich finde es wirklich lustig, den Gürtel haben sie ihm gelassen, den haben sie ihm nicht weggenommen. Ich weiß nicht, ob er die Kugeln jetzt mit seinen Schwertern losschießt oder ob er die einfach hat, weil ihm kalt war. Keine Ahnung, was sich Konami gedacht hat. Und obendran auf der Hand, die er über der Brust hat, seht ihr auch, dass der Finger immer noch gekrümmt ist, als hätte er noch eine Kanone in der Hand und würde den Finger am Abzug haben. Also auch da hätte man doch eigentlich den Finger anpassen können, sodass er um die Schwertklinge rumgeht. Das ganze Artwork wirkt ein bisschen komisch da mit der Hand, weil das Schwert ist relativ schmal vom Griff her, der Dolch da. Und wenn man genau hinsieht, sieht man, dass die Finger da einfach nicht so ganz zu diesem Schwertgriff passen. Also ich weiß nicht, ob Donze Luke da einfach sehr filigran dieses Messerchen hält oder ob ihm das nicht aus der Hand fallen würde, so wie er es gerade in der Hand hat. Naja, jedenfalls, nächste Karte ist eine Fallenkarte, Albtraumrad. Die kam auch im Anime vor. Und schnall quasi ein Monster des Gegners auf dieses Rad. Das kann er nicht mehr angreifen. Es gibt noch ein bisschen Schaden, jeder Standby-Face. Was könnte man hier ändern? Naja, Konami findet solche Foltergeschichten nicht sonderlich lustig hier in der westlichen Welt, sag ich jetzt mal. Und das wird relativ schnell mal zensiert. Aber was man hier gemacht hat, finde ich ziemlich lustig. Denn scheinbar ist es absolut okay, wenn man Goblins foltert. Wenn man aber einen Menschen foltert, das geht dann wieder mal gar nicht. Ja, das ist fast schon irgendwie ein bisschen rassistisch. Was man auch geändert hat, sind die Armfesseln und die Fesseln, die das Goblin-Monster da auf der rechten Seite um die Taille hat. Da wurden diese Stacheln ein bisschen erhöht, die wurden größer gemacht im Vergleich zum Original, ein bisschen breiter auch. Wieso, dass man das geändert hat, ist mir schleierhaft, denn die Figur, okay, kann man machen. Nächste Karte, Ring der Zerstörung.
Ihr kennt die Karte alle. Ich muss euch, glaube ich, nicht sagen, was da zensiert wurde. Wir haben diese wunderschönen Handgranaten im Original-Artwork. Also man schnallt dem Monster quasi diesen Handgranatenring um den Hals, zündet die dann und das Monster ist dahin. Das war für unser TCG ein bisschen zu heftig. Gefiel Konami nicht so und das wurde natürlich zensiert. Jetzt sind es keine Granaten mehr, sondern einfach nur noch Flammen. Ich habe keine Ahnung, wie das dann das Monster zerstören soll. Im Anime verpufft es einfach, was natürlich mit den Granaten viel, viel mehr Sinn macht. Aber naja, was will man machen? Das waren also die 4 Karten, die zensiert wurden in dieser Edition. Es waren nicht ganz so viele. Nächstes Mal gibt es dann wieder ein paar mehr. Aber wir müssen die Karten natürlich noch in Kategorien aufteilen. Das ist hier eigentlich ziemlich einfach, denn wir haben 3, die, ja, wurden wegen der Darstellung von Waffen zensiert und eine, die wurde einfach wegen einer Gewaltdarstellung umgeändert. Also wir haben Pistolenlauf hinter der Türe, Donzeluk und den Ring der Zerstörung, die Waffen beinhalten. Und wir haben das Albtraumrad, wo halt jemand gefoltert wird, das ist relativ gewalttätig und brutal. Jetzt dürfen wir einen Goblin foltern, das ist zwar auch gewalttätig, aber das ist dann wieder okay. Von daher hat Konami das da angepasst, weil es ihnen zu brutal war. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Lasst doch auch ein Abo da, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao Leute.